Ich habe Abitur gemacht, allerdings relativ spät eigentlich. Ich habe Abitur im Jahre 2001 gemacht. Also als ich 25 Jahre alt war und ich hatte zu der Zeit zwei Kinder. Also wir haben auch relativ schnell Kinder auch bekommen. Aber da war die Unterstützung meiner Frau enorm, die das unbedingt wollte und ich auch. Und ich habe dann von 2001 bis 2004 das Hessen-Kolleg in Wetzlar besucht, Abitur für Erwachsene. Wussten Sie schon ganz genau, in welche Richtung es danach gehen soll? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Theaterpädagogik studieren, weil Theater in meinem Leben für mich ganz, ganz wichtig war, weil ich leidenschaftlich Theater gespielt habe. Wir haben auch in Heim, als ich hier war in der Zeit, also ich glaube, durch ganz Deutschland sind wir gereist und haben ein Stück aufgeführt, die deutsche Mark sucht Asyl. Ja, also da haben wir so sehr politische Stücke gespielt. Ich wollte Theaterpädagogik studieren, aber bis man mir gesagt hat, das sei eine brotlose Kunst. Und ich hatte auch eine Familie und ich wollte ihnen auch nicht viel zumuten, ehrlich gesagt. Es hat sich, der Wunsch kam dann erst, als ich glaube, durch die Beeinflussung von ein paar Lehrern von mir, die also eine wunderbare Rolle in meinem Leben gespielt haben. Da war wiederum eine positive Erfahrung, als es jetzt 1990 war auf der Hauptschule, wo ich dann gesagt habe, jawohl, also ich arbeite sowieso sehr gerne mit Menschen, dann studiere ich das Lehramt.